ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich, die Professoren zu treffen und eine Menge in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Abenteuerlust? Ich würde sagen, dass ich vor nichts zurückschrecke. Doch du hast ein tapferes Herz, wahrhaft mutig und keine Angst vor dem Unbekannten. Du bist bereit, allein voranzugehen, wenn es sein muss. Vielleicht gehörst du nach Gryffindor. Thank you.
Du bist bereit, auch allein voranzugehen, wenn es sein muss. Sei es Gryffindor! Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte abenteuerlich werden. Ich freue mich schon darauf. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Gryffindor-Gemeinschaftsraum betrat. Sie waren in Gryffindor? Ich bin eine Gryffindor. Ich konnte mir damals allerdings nie das Passwort merken. Passwort? Passwort? Das Passwort ist Grata Domum. Grata Domum. Zutritt gewährt. Sehr gut. Nun gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen wartet ein großer Tag auf Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Sehr gern. Genießen Sie die erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Wo geht's nochmal zum Gemeinschaftsraum? Ich wäre fast Drachenfutter geworden, wie der arme Mann vom Ministerium. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Das schmeckt richtig gut. Neulich stand ich eine Stunde auf der großen Treppe, bis sie sich bewegt hat.
Sharp hielt das Ganze natürlich für eine Ausrede. Ich wäre am liebsten den ganzen Tag. Willst du es nicht mal probieren? Hab ich selbst gebraut. Hallo, du bist der neue Fünftklässler. Freut mich, ich bin Gareth Weasley. Ich habe von deiner Anreise gehört. Unglaublich. Schön, dass es euch gut geht. Stimmt es, dass jemand vom Ministerium mit euch in der Kutsche war? Oh, ja. Ein Freund von Professor Fig. Oh, ich wollte nicht neugierig sein. Grässlich, diese Drachen. Naja, schön, dass du hier bist. Danke. Ja. Du kommst sicher mit allem davon. Ja, im Gegenteil. Tante Mathilda behandelt mich wie ein Erstklässler, behält mich ständig im Auge. Ehrlich gesagt ist es etwas erdrückend. Aber sie meint es gut und sie ist eine sehr mächtige Hexe. Sie passt auf einen auf. Hat mich gefreut, Gareth, und danke, dass du mir von deiner Tante erzählt hast. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Viel Glück heute. Gretchen denkt, sie kommt mit allem davon. Wie? Doch nicht? Ich dachte, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist kein komplizierter Zauberspruch. Ich sollte ihn nonverbal wirken können. Warum funktioniert er nicht? Oh, hallo, willkommen in Gryffindor. Ist mir ein Vergnügen, Cressida. Deine Ankunft gestern Abend bei der Einführungsfeier war theaterreif. Du hast es gerade... Stimmt es, dass du... So würde ich das nicht nennen. Er hat mir vor unserer Ankunft nur ein bisschen was gezeigt. Mist! Ich hatte gehofft, er hätte... Ist es das, was du gerade versucht hast? Ja, ich habe ein paar Probleme. Den Zauberspruch habe ich mit der Beschwörung gemeistert. Doch das hier ist etwas schwieriger. Deine Stabbewegungen könnten fließender sein. Ich versuche es einfach weiter. Tja, viel Glück damit. Hat mich gefreut, Cressida. Mich auch. Viel Spaß. Für wen schaut Nelly sich ein? Du könntest sie sicher gebrauchen. Warum sind alle immer so nervös? Es ist total sicher. Oh, hallo. Achte gar nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Rücke die Dinge ins rechte Licht. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Von außen. Ohne Besen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxfire. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert. Ja, ein Drache griff unsere Kutsche an. Meine Wir sehen uns bestimmt wieder. Man weiß nie. Gryffindor Neuzugang. Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben.
Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit Nachfolge? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten. Folgen Sie mir und wir stellen es auf. Hier lang. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie! Das Handbuch hat offenbar einige Informationen über das Gemälde des armen Berufio. Wirken Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Revelio. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Bloß nicht trödeln, Sie haben noch Unterricht. Ach, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen.
Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren so vers... Das hatte... Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen... Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und einer Augen. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und... Mehr sollte ich nicht... Wenn man vom Teufel spricht, Professor Fink... Oh? Ja. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine selten... Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und... Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Ja, Professor. Kommen Sie doch und dann sehen wir, ob wir... Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Sie hat mich überrumpelt. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings... Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für... Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Und sie könnte sich verpflichtet. Gut, nun, so kompetent sie auch sind. Glücklicherweise haben sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberer. Apropos Hand. Und bevor Professor Weasley mich wieder auf ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Hand... Falten Sie die Karte auf. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich, mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und... Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht.
Professor Ronan reden. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unheim mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Akio, stellen Sie es sich wie eine Partie. Wunderbar. Ausgezeichnete Kontrolle. Sehr gut. Das passiert den Besten von uns. Sehr gut. Punkte für Gryffindor. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Unheil, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Unheil, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Konzentration. Genau so.
wird das gemacht. Ach hier. Wunderbar. Gut zu. Na bitte. Wirklich gut. Dann wollen wir mal. Keine Sorge. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Und dann los! Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich ihr irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Nun, es war nett, mit dir zu reden. Eben. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass, bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden. Auf ein Wort, bitte. Wenn du magst. Sie wollten mich sprechen, Professor? Tja. Eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss... Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss...
Professor Weasley hat darum gebeten, dass Ihre Professorin Sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unter... Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite.